Hallo und guten Morgen. Viele fragen mich, wo ich meine Lebensmittel einkaufe und ich würde gern heute darüber ein paar Worte verlieren. Mir ist natürlich klar, dass jeder da seine eigenen Vorlieben und auch seine eigenen Möglichkeiten hat. Wo jemand einkauft, das hängt natürlich davon ab, wie der Tag organisiert ist, was in der Nähe liegt und welches Budget jemand zur Verfügung hat. Aber die Frage hieß ja, wo kaufst du denn deine Lebensmittel ein? Also, wir haben bei uns drei wesentliche Quellen. Den Wochenmarkt für frische Lebensmittel, den Supermarkt für Milchprodukte und Koro für haltbare Lebensmittel. Gehen wir es mal durch. Nicole schickt mich zweimal in der Woche zum Wochenmarkt, dienstags und donnerstags. Da ich derzeit wie viele andere auch sehr viel im Homeoffice arbeite, kann ich das einrichten. Ich gehe zu Fuß dahin. Dauert 15 Minuten. Das Einkaufen selbst dauert auch kaum mehr als 15 Minuten. Ich habe halt meine zwei wesentlichen Anlaufstellen. Und dann brauche ich 15 Minuten zurück. Wenn ich um 7:45 loslaufe, bin ich um 8:30 wieder da. Einräumen, noch einen Kaffee und um 9 Uhr sitze ich am Schreibtisch. So mache ich das. Auf dem Wochenmarkt kaufen wir Dinge wie Eier und Fleisch. Und zwar da, wo ich die Qualität einschätzen und beurteilen kann. Bei dem Händler, der selbst schlachtet und metzgert und der für die Qualität bürgt. Praktisch alles frisch. Keine verarbeiteten Dinge. Wie Wurst, Schinken oder so. Bio-Freilandeier, Geflügel und Angusrind. Dann kaufen wir dort natürlich auch Gemüse in jeder Form und Obst. Auch das beim Händler meines Vertrauens. Eberhard heißt er. Bei dem kriege ich alles. Entweder baut er es selbst an oder er sagt mir, woher er seine Waren bezieht und ich vertraue ihm. Er weiß, worauf es mir ankommt. Die frischen Lebensmittel vom Wochenmarkt machen den Großteil dessen aus, was bei uns auf den Tisch kommt. Und das füllt jedes Mal meinen Rucksack und meinen Rentner-Trolley. Ich komme mir immer vor, als würde ich umziehen. Im Supermarkt kaufen wir natürlich Dinge wie Hygieneartikel und zum Beispiel Milchprodukte. Nicole steht auf körnigen Frischkäse. Ich mag Naturjoghurt. Nele mag Käse sehr gern. Und für haltbare Lebensmittel haben wir auch eine Quelle und das ist Koro. Koro ist ein Internetshop. www.korodrogerie.de und Koro ist seit Jahren Lieferant für haltbare Lebensmittel. Für Nüsse, Samen, Trockenfrüchte, aber auch für Snacks und Supplements inzwischen. Inzwischen gibt es bei Koro auch Sachen zum Kochen und zum Backen, wie Öle, Mousse und Pestos. Sogar Kaffee und Tee gibt es bei Koro. Ich selbst kenne Koro jetzt seit 2017. Das Sortiment hat sich in den vergangenen Jahren unglaublich erweitert. Die sind nämlich sehr erfolgreich mit ihrem Konzept, weil sie ein ziemlich überzeugendes, nachhaltiges Konzept haben, das mir als Verbraucher ebenso Vorteile bietet wie den Erzeugern der Produkte überall auf der Welt. Was machen die? Koro vertreibt haltbare Lebensmittel von hoher Qualität, häufig in relativ großen Verpackungen und das zu fairen Preisen. Fangen wir mit der Qualität an. Viele Produkte bei Koro sind biozertifiziert. Aber nicht alle. Warum? Nun, Koro kauft direkt bei kleinen Erzeugern ein und viele kleine Erzeuger können sich ein Biozertifikat schlicht nicht leisten. Der Ananasbauer in Costa Rica zum Beispiel, der produziert zwar ökologisch, hat aber kein Biozertifikat. Seine getrockneten Ananasscheiben sind trotzdem von hoher Qualität, weil er sie weder schwefelt noch zuckert, sondern einfach nur schonend trocknet, dann verpackt und verschickt. Koro prüft das und stellt die Qualität sicher. Finde ich gut. Weiter geht es mit den Verpackungsgrößen. Im Supermarkt findest du gerade für haltbare Lebensmittel oft kleine Verpackungen. Zum Beispiel die Rapunzel getrocknete Ananasringe in der 100-Gramm-Tüte für 3,46 Euro. Bei Koro kann ich viele haltbare Lebensmittel auch in der 1-Kilogramm-Verpackung bekommen. Weil die Sachen haltbar sind, ist das auch gar kein Problem. Das ist aber insgesamt günstiger und reduziert den Verpackungsmüll und den ökologischen Fußabdruck. Und dann sind da noch die Preise. Koro umgeht weitgehend den üblichen Handel, die üblichen Handelsstrukturen. Man kauft also nicht erst von einem deutschen Händler, der von einem europäischen Zwischenhändler gekauft hat, der wiederum von einem lokalen Händler in Costa Rica gekauft hat. Und jeder hat mitverdient. Koro kauft direkt beim Erzeuger in Costa Rica. Daher faire Preise. Und mit fairen Preisen sind faire Preise für mich und auch für den Erzeuger gemeint. Der bekommt ein bisschen mehr. Ohne die sonst üblichen Handelsstrukturen bleibt mehr von meinem Geld beim Erzeuger und für mich bleiben die Preise für diese Qualität niedrig. Was kriege ich so bei Koro? Zum Beispiel Nüsse, Walnüsse, Pistazien oder auch Leinsamen,
Mandeln, Sonnenblumenkerne für unser Low-Carb-Brot. So Sachen wie Nussmusse, Kürbiskernmus. Ich kaufe bei Koro auch Olivenöl, Kokosöl zum Braten, MCT-Öl auch. Alle Sorten von Trockenfrüchten. Im Grunde entdecke ich jedes Mal was, wenn ich auf die Webseite gehe und da stöber. Ich habe jetzt eine Packung Proteinriegel bestellt. Darf ich das hier sagen? Ja. Und dann musst du mal auf die Seite mit den Snacks schauen. Aber das hast du von mir nicht gehört. Verrat's nicht weiter. Ich habe es gestern auch in meinem anderen Podcast, Erschaffe die beste Version von dir, gesagt. Es gibt einen Rabattcode. Ralf, großgeschrieben. RALF. Da sparst du 5% bei deinem Einkauf. Koro findest du im Internet und zwar unter www.korodrogerie.de. korodrogerie.de. Rabattcode RALF, RALF, großgeschrieben. So, das sind meine drei wichtigsten Quellen für Lebensmittel. Der Wochenmarkt für alles, was frisch ist. Gemüse, Obst, Eier, Geflügel und Rind. Der Supermarkt für die Milchprodukte, die wir regelmäßig konsumieren, wie Frischkäse, Käse, Joghurt, Kefir. Und Koro für haltbare Lebensmittel, wie Nüsse und Samen, Trockenfrüchte, Snacks, Öle für die Küche, Tee und viele andere Dinge mehr. Alles klar? Dann hören wir uns morgen. Dein Ralf Bohlmann.